zum Beispiel einen Donnerhändchen. Auf der rechten Seite sind die hohen Töne. Hier zum Beispiel können wir wie plätscherndes Wasser spielen. Mit dem Klavier können wir auch Instrumente imitieren. Wir können zum Beispiel so spielen, als ob wir auf eine Gitarre zupfen. Das Klavier. Und wir sind hier in der virtuellen Musikschule Offenburg-Ortenau. Und ich bin jetzt ein bisschen nervös. Das ist er immer. Weil ich hatte mir ja überlegt, Klavier zu lernen. Aber das scheint echt schwierig zu sein. Kann man vielleicht, also wann kann man denn anfangen mit Klavier? Und vor allem fängt man gleich an. So schwierig an? Man kann mit Klavier mit 5, 6 Jahren anfangen und natürlich fängt man erst ein bisschen mit leichteren Stücken an. Ich habe was für dich, dass du mit dem anfangen kannst. Und das wäre gut, der Anfang, der kann nämlich gar nichts. Sag mal was Leichtes zum Beispiel. Ja, zum Beispiel das Butterbrot. Das fand ich. Tada! Reicht
noch nicht, man muss ein bisschen üben. Ach, man muss ein bisschen üben. Man muss immer üben. Ja, so ist das leider. Aber dafür habt ihr gehört, es lohnt sich richtig. Weil mit dem Klavier, da könnt ihr alles machen. Und kleiner Tipp vom Profi, am Schluss ist man als Pianist oder Pianistin der beste Freund von allen Musikern. Wieso? Ja, weil jeder Musiker, ob Querflöte, Cello, Geige, Fagott, Oboe, egal, braucht eine Begleitung. Und das könnt ihr mit dem Klavier immer machen. Und dann habt ihr immer ein Ensemble, mit dem ihr zusammen spielen könnt. Und lernen könnt ihr es unter anderem bei der Raheli hier an der Musikschule Offenburg-Altena. Ach übrigens, die Flügel, die gibt's auch kleiner und aufrecht, auch mit 88 Tasten. Die passen dann in jedes Wohnzimmer oder Kinderzimmer. Und man kann auch ein bisschen leiser spielen für die Nachbarn. Also, auf geht's ans Klavier!